echt und direkt kommunizieren. Wie macht man das denn? Und was ist der Unterschied zwischen der echten Wahrheit und der gefühlten Wahrheit? Was machen wir denn meistens? Also woran kann man das denn perfekt veranschaulichen? An welchem Beispiel? Und zwar am Beispiel Kommunikation zwischen Mann und Frau. Da kommt es am ehesten und am stärksten zum Vorschein, diese unechte Kommunikation und diese indirekte Kommunikation. Denn wir werden oft erzogen gegen unseres natürliches, wie sagt man, gegen unser natürliches Bedürfnis. Das heißt, die Gesellschaft legt uns Grundregeln auf, wie wir zu sein haben, aber das entspricht nicht unserer Natur. Vor allem, wenn es um Sexualität und Intimität geht. Und was bewirkt das im Endeffekt? Das bewirkt das, dass wir versuchen, irgendwie dazustehen, als ob wir der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Zum Beispiel eine Frau, dass sie anständig ist, vielleicht erst Sex nach der Ehe hat, nicht so viel Sex mit verschiedenen Partnern hat, dass sie ihrer Ausbildung nachkommt, dass sie sich nicht auf die Männer finanziell verlässt und so. Diese ganzen Dinge, die kleinen Mädchen im Laufe des Erwachsenwerdens eingetrichtert werden. Und bei Männern genauso, dass sie nicht zeigen dürfen, dass sie sexuell interessiert sind an der Frau, dass sie das zurückhalten müssen, dass sie so tun müssen, als ob sie, vorrangig erstmal nur am Kennenlernen und am Charakter und nur gute Freunde sein wollen und so weiter. Also wir versuchen quasi der gesellschaftlichen Norm zu entsprechen, indem wir irgendetwas vorspielen, um im Endeffekt zu einem Ziel zu kommen, was eigentlich unser natürliches Bedürfnis ist. Aber dieses natürliche Bedürfnis direkt zu kommunizieren, das haben wir verlernt oder das machen die meisten überhaupt nicht. Es gibt vielleicht wenige Ausnahmen. Und wenn man es denn mal direkt kommuniziert und der andere in diesem gesellschaftlichen Rollenbild drin ist, will er sich natürlich nicht offenbaren. Also es erregt ihn oder sie, dass derjenige so offen ist und direkt ist. Er würde es selbst gern sein oder sie würde es selbst gern sein. Aber zum Schutz dieses gutes Mädchen, guter Junge Bild wird dann empört getan. So, oh mein Gott, was zum Beispiel die Männer sagen dann, was für eine Schlampe. Oder die Frauen sagen dann, was für ein Macho, der will nur Sex und so weiter. Also, wie kannst du es wagen, so mit mir zu reden? Hin und her. Also diese ganze Schiene von Indirektheit, um an irgendein Ziel zu kommen, um vorher quasi diesen gesellschaftlichen Umweg zu nehmen. Und das hilft keinem weiter. Das erzeugt dieses ganze Drama, nicht nur in intimen Beziehungen, auch in ganz normalen freundschaftlichen Beziehungen und auch im Beruf und überall in der Welt, weil wir alle komplett gesellschaftlich geprägt sind. Und was wir lernen können und sollten, ist direkt zu kommunizieren und zu erkennen, dass wenn eine Antwort kommt, die empört ist oder dich beschuldigt, irgendetwas zu sein, dass es man in der anderen Person erkennt, dass diese Person nur dann versucht, nach den gesellschaftlichen Normen zu leben und ihr es nicht übel zu nehmen und das auch nicht persönlich zu nehmen dann, sondern zu erkennen, was die eigene Wahrheit, was ist dein natürliches Grundbedürfnis? Es geht darum, natürlich das echte, sein eigenes echtes Bedürfnis zu erkennen zu lernen und das dann echt zu kommunizieren. Nicht irgendein Pseudobedürfnis versuchen, echt zu kommunizieren, obwohl man gar nicht weiß, ob es sein eigenes Bedürfnis überhaupt ist. Also, das ist nämlich sehr wichtig. Und damit meine ich nicht nur inhaltlich die Worte, die man sagt, weil Worte sind nur Wegweise oder Hinweise auf etwas Bestimmtes, sondern vor allem Mimik, Gestik. Es geht um die gefühlte Wahrheit und nicht um die echte rationale Wahrheit. Die echte rationale Wahrheit mit Worten, die kann immer, wie sagt man, unterschiedlich sein. Aber es geht darum, welchen Vibe, welche Energie man ausstrahlt. Ob die Energie kongruent ist, ob man quasi eine echte Energie ausstrahlt. Also man kann etwas sagen, was gar nicht der eigenen Gestik und Mimik entspricht. Das ist ein spielerisches Element der Kommunikation. Es heißt aber nicht, dass man unecht kommuniziert, sondern das echte Kommunizieren ist das gesamtheitliche Kommunizieren. In unserer heutigen Gesellschaft wird es auf die Worte fixiert, ob du gelogen hast oder nicht gelogen hast. Es geht darum, ob du mit deinem ganzen Körper, mit deiner ganzen Energie, mit den Blicken die Wahrheit sagst und nicht mit der Sprache. Die Sprache ist ein Spielball, um die Kommunikation interessant und aufregend zu gestalten. Aber die Energie muss ehrlich sein, die dahinter steckt. Also, das dazu. Ich hoffe, ich konnte es gut rüberbringen und es ist ein bisschen inspirierend. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.